Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute an Tag 9 der Arduino Basics Reihe und in diesem Video befassen wir uns mal mit dem Thema Arrays. Ja, was ist ein Array überhaupt? Ein Array bietet mir die Möglichkeit, mehrere Werte in einer Variablen zusammenzufassen. Jetzt denkt ihr euch, Moment, das hatten wir schon, das kann ich in einem Struct nicht ganz. Ein Struct ist ein komplexer Datentyp. Heißt, in einem Struct habe ich die Möglichkeit, verschiedene Datentypen in einer Variable zusammenzufassen. Das heißt, ich kann zwei Int-Werte, einen Long, einen Double und einen String da reinpacken. Und bei einem Array geht das nicht. Ein Array fasst mehrere Werte von ein und demselben Datentyp in einer Variable zusammen. Also ich könnte zum Beispiel ein Array vom Typ Int mit der Länge 10 definieren. Und das hieße, ich könnte 10 Integer-Werte, also 10 Ganzzahlen in diesem Array abspeichern. Also es gibt eindimensionale und mehrdimensionale Arrays. Heißt, ich kann bei einem eindimensionalen Array, das kann ich mir vorstellen wie eine Liste von Werten. Also ich habe einfach nur eine Spalte, wo ich mehrere Werte drin stehen habe. Dann kann ich sagen, gib mir mal den ersten Wert oder gib mir mal den fünften Wert aus deiner Liste. Dann habe ich aber auch noch die Möglichkeit, ein mehrdimensionales Array zu definieren. Ein zweidimensionales Array wäre dann zum Beispiel eine Tabelle, was ich mir so vorstellen kann, dass die Daten halt wirklich in Spalten abgelegt werden, dass ich sagen kann, gib mir zur Spalte 5 den dritten Wert. Und ja, da kann ich auch eine dritte oder vierte Dimension hinzufügen. Auf die mehrdimensionalen Arrays gehe ich jetzt in diesem Video nicht ein, sondern wir fangen heute mal mit dem eindimensionalen Array an. Wenn euch die mehrdimensionalen Arrays interessieren, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und dann mache ich da gerne auch noch ein Video zu. Aber wie gesagt, zum Einstieg fangen wir jetzt heute mal mit eindimensionalen Arrays an. Ja, also wie eben schon gesagt, Arrays sind immer auf einen Datentypen beschränkt. Dann haben die Arrays noch eine Besonderheit und zwar ist die Länge in der Regel statisch. Das heißt, wenn ich am Anfang ein Array mit der Länge von 5 definiere, also dass ich da 5 Werte reinpacken kann, dann kann ich nicht hinterher zur Laufzeit mich umentscheiden und sagen, okay, und ich packe jetzt aber noch einen 6. oder 7. Wert da rein. Das funktioniert nicht. Heißt, ich sollte am Anfang bei der Definition schon Klarheit darüber haben, wie viele Werte müssen denn in diesem Array abgelegt werden. Ja, also mehr Besonderheiten, die ich vorab erwähnen sollte, fallen mir jetzt zum Array ehrlich gesagt gar nicht ein. Ich würde sagen, wir schauen mal eben noch in den Kalender und dann sage ich euch, was ich für heute geplant habe. Hier haben wir den Kalender. Wir schauen mal auf Tag 9. Den haben wir hier oben. Und an Tag 9 bekommen wir ein zweites Steckbrett. Das lege ich aber auch erstmal beiseite. Das brauchen wir heute noch nicht, denn ich habe mir für heute überlegt, wir machen mit dem gleichen Aufbau wie gestern an Tag 8 weiter. Ja, wer das Video von Tag 8 verpasst hat, in dem wir uns mit dem Befehl Map befasst haben, der kann jetzt mal oben in die Infobox schauen. In der Infobox verlinke ich wie immer die Playlist der gesamten Arduino Basics Reihe. Da könnt ihr euch also alles, was ihr verpasst habt, nochmal in Ruhe ansehen. Ja, an Tag 8 haben wir mit dem Befehl Map das Eingangssignal vom Analog-Pin, welches den eingestellten Wert am POTI ausgewertet hat, umgewandelt in den passenden LED-Pin und haben so eine Pegelanzeige realisiert, dass ich also anhand der LEDs, ich nenne es mal anhand des Ausschlags, der 4 LEDs erkennen kann, wie weit habe ich jetzt das POTI gerade gedreht. Naja, aber 4 LEDs als Pegelanzeige ist halt sehr mager. Das heißt ja, ich habe nur 4 Stufen. Genau genommen 5. Aus ist halt ganz niedriger Wert und 4 LEDs ist der höchste Wert. Und da habe ich mir überlegt, das müsste man doch eigentlich auch irgendwie feiner abstufen können. Aber wir haben halt nur 4 LEDs. Wir kennen aber schon den Befehl Analog Write, mit dem wir die LEDs dimmen können mit dem PWM-Signal. Auch dazu hatten wir übrigens schon ein Video in der Serie. Jedenfalls habe ich mir überlegt, diese Pegelanzeige jetzt noch einmal so zu erweitern, dass wir die Zwischenstufen zwischen der ersten und der zweiten und der dritten LED und so weiter, noch mit Fading umsetzen können. Das heißt, wenn die erste LED angeht und ich drehe ein bisschen weiter, dass dann die zweite LED nur leicht gedimmt angeht. Wenn ich noch ein bisschen weiter drehe, wird die zweite heller, bis irgendwann der maximale Helligkeitswert von der zweiten LED erreicht ist und erst dann geht die dritte LED mit geringer Helligkeit an und so weiter. Also, dass es wirklich so ein fließender Übergang bis zur vierten LED wird. So, aber da haben wir halt das Problem, dass das Sketch von Tag 8 voraussetzt, dass die LEDs an aufeinanderfolgenden Pins hängen.
Leider sind aber ja nicht alle Pins PWM-tauglich und daher haben wir ein Problem. Das funktioniert so ohne weiteres also nicht. Wir haben auch generell keine vier aufeinanderfolgenden Pins, die PWM-tauglich sind am Nano, sondern die ersten Pins wären jetzt 3, 5, 6 und 9 zum Beispiel, die PWM-tauglich wären. Ja, und jetzt brauchen wir halt eine Möglichkeit, diese vier Pins, 3, 5, 6 und 9, was ja nun mal leider keine fortlaufende Reihe ist, irgendwie eben trotzdem in eine logische Reihe zu bekommen. Also, dass das Programm trotzdem das Ganze einfach der Reihe nach durchgehen kann, auch wenn die Nummern eben nicht direkt aufeinander folgen. Und genau da setzen jetzt die Arrays an. Das heißt, wir erzeugen uns dann ein Array mit vier Werten. Diese vier Werte wären dann 3, 5, 6 und 9, also unsere Pins für die LEDs. Dadurch, dass wir das Ganze jetzt in ein Array packen, können wir dann wieder sagen, gib mir den ersten Pin, gib mir den zweiten Pin, gib mir den dritten Pin und gib mir den vierten Pin. Und welche Pins das sind, sind mir völlig egal. Und dadurch habe ich wieder die Möglichkeit, mit einer Vorschleife über diese vier Pins zu iterieren, ohne dass diese zwingend direkt hintereinander liegen müssen. Heißt, ich könnte auch in der Reihenfolge sagen, die erste LED hängt an Pin 6, die zweite an 5, die dritte an 9 und die vierte an 3. Das wäre völlig egal, ich könnte das in dem Array so in die Reihenfolge bringen, wie ich es brauche. Und die Vorschleife geht über das Array und sagt einfach nur, gib mir den ersten Wert, gib mir den zweiten, gib mir den dritten, gib mir den vierten. Und dadurch habe ich wieder das Ganze so gekapselt, dass ich wieder mit einer Vorschleife arbeiten kann. Man kann das natürlich auch alles immer von Hand ausprogrammieren, macht das Programm halt unnötig lang und unschön. Ja, aber ich glaube, das soll jetzt mal wirklich mit Theorie reichen. Ich würde sagen, wir stecken das Ganze mal eben kurz am Arduino um und legen dann auch direkt mit dem Sketch los. So, hier haben wir den Testaufbau von Tag 8. Wir sehen, die LEDs sind noch an den Pins D3, 4, 5 und 6. So, und die gelbe LED ist jetzt schon unser Problem. Das funktioniert ja so nicht mehr, weil der Pin 4 ist ja leider kein PWM-tauglicher Pin. Das heißt, wir verschieben das Ganze jetzt mal ein bisschen. Ich ziehe mal eben die LEDs hier ab. Und dann setzen wir die gelbe LED jetzt auf D5. Das ist ja der nächste PWM-taugliche Pin. Dann die grüne kommt auf den D6. Und dann die blaue LED ist die letzte und die kommt dann auf den D9. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was wir heute am Aufbau ändern müssen. Jetzt sind alle vier LEDs an einem PWM-tauglichen Pin und ich würde sagen, damit wechseln wir auch direkt ins Sketch. So, hier seht ihr jetzt das Sketch von Tag 9 zum Thema Arrays. Wie ihr hier nochmal lesen könnt, was wir gerade auch besprochen haben. In diesem Sketch bauen wir eine Pegelanzeige, die den Wert der POTI-Einstellungen anzeigt. Im Unterschied zur Pegelanzeige aus Tag 8 gibt es nun nicht nur vier Pegelstufen. Zwischenschritte zwischen den einzelnen LEDs werden hier durch Dimmen der LEDs angezeigt. Ich habe auch nochmal die Referenz zum Datentyp Array hier verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal zu den Arrays in Ruhe ansehen. Zu Beginn definieren wir hier erstmal wieder den POTI-Pin. Und zwar hängt der POTI wieder an A0. Und hier definieren wir in einem Array unsere vier PWM-tauglichen Digital-Pins. Und zwar, seht ihr hier schon, eigentlich ist die Array-Definition fast identisch mit einer normalen Variablen. Wir haben auch am Anfang immer den Datentypen stehen. Wie wir eben schon gelernt haben, ein Array kann ja auch nur mehrere Werte von ein und demselben Datentypen beinhalten. Und hierbei handelt es sich also um ein Array vom Datentyp Ganzzahl ohne Vorzeichen, welches im Programmablauf konstant ist, also nicht mehr änderbar. Und in den eckigen Klammern geben wir jetzt an, wie viele Werte kann dieses Array aufnehmen. Und in unserem Fall haben wir vier Pins, also schreiben wir hier eckige Klammer auf vier, eckige Klammer zu. Und somit haben wir hier ein Unsigned Int Array mit vier Werten. Die Werte werden zugewiesen wie bei einem Struct auch. Wir sagen einfach gleich, geschweifte Klammer auf und dann mit Komma getrennt unsere vier Werte. Also 3, 5, 6, 9. Geschweifte Klammer zu, Semikolon zum Abschluss. Und jetzt stehen hier in diesem Array unsere vier Pins. So, dann kommen wir jetzt zur Setup-Methode. Als erstes wird wieder die serielle Kommunikation mit 38.400 Baud gestartet. Und dann setzen wir wie an Tag 8 auch in einer Vorschleife den Pin-Mode für die LED-Pins auf Ausgang. Hier verwenden wir jetzt nur nicht mehr die Variable Pin, wie wir das an Tag 8 getan haben. Weil an Tag 8 hatten wir ja noch stehen, Pin beginnt mit 3 und zählt bis 6 hoch. Und in unserem Fall zählen wir von 0 bis 3 hoch.
denn wir sagen hier Pin ist gleich 0. Die Vorschleife soll so lange laufen, wie Pin kleiner 4 ist und Pin wird immer 1 hochgezählt. Und so haben wir jetzt hier eine Variable, die von 0 bis 3 hochgezählt wird und können uns darüber jetzt die 4 im Array hinterlegten Werte abrufen. Das ist noch eine Besonderheit, die ich eben vergessen habe zu erwähnen. Wir sagen nämlich jetzt nicht, wenn wir den ersten Wert haben wollen, Array 1, sondern wir müssen sagen, LED-Pins in eckigen Klammern 0 ist der erste Wert. Denn es handelt sich hierbei nicht um eine Positionsangabe, wie man das vielleicht denken würde, dass man sagt, gib mir das erste, gib mir das zweite, gib mir das dritte, sondern hier wird mit Indexen gearbeitet und ein Index beginnt immer bei 0. Und deshalb müssen wir hier auch bei 0 anfangen und bei 3 aufhören, obwohl wir eigentlich vom ersten bis zum vierten Wert die Daten abrufen möchten. Ja, mit dieser Schreibweise sage ich, gib mir aus dem Array den Wert an Index 0, 1, 2 oder 3, je nachdem in welchem Durchlauf der Vorschleife ich gerade bin. Und so werden diese 4 Pins hier auf Output gesetzt. Dann wird noch der POTI-Pin als Input definiert und wir kommen in die Loop-Methode. Für alle, die das jetzt zu schnell war, die Themen serieller Monitor, analoge Eingänge und Ausgänge und digitale Ausgänge haben wir schon in den vorangegangenen Videos besprochen. Da könnt ihr gerne nochmal oben in die Infobox gucken. Da verlinke ich eine Playlist mit allen bisher zu dieser Serie veröffentlichten Videos. Da könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Wir machen jetzt hier jedenfalls mit der Loop-Methode weiter. Und zwar lesen wir als erstes mit Analog Read unsere POTI-Einstellung aus, merken uns den Wert, der zwischen 0 und 1023 liegt, in der POTI-Welt. Geben die POTI-Value auf dem seriellen Monitor aus und ermitteln uns dann einen Pegel. Da wir 4 LEDs haben, möchten wir diesen Pegel auch auf die 4 Bereiche aufteilen, deshalb rechnen wir den hier mal 4, geben das Ergebnis wieder auf dem seriellen Monitor aus und kommen dann in eine Vorschleife. Ihr seht, diese Vorschleife läuft wieder von 0 bis 3, also für jede LED einzeln wird diese Vorschleife jetzt einmal durchlaufen. Was genau passiert denn da drin? Er fängt jetzt mit LED-Index 0 an, also es geht um den Pin 3, unsere rote LED, nimmt den Pegel, wir nehmen mal als Beispiel 1500 und zieht von den 1500 LED-Index mal 1023 ab. 0 mal 1023 ist 0, also 1500 durch 4. 1500 durch 4 sind 375, also haben wir einen ermittelten Helligkeitswert von 375. 375 lässt sich aber ja auf die LEDs nicht setzen, sondern das müssen wir jetzt auf unsere LEDs noch aufteilen. Deshalb guckt er hier, ist die Helligkeit größer als 255? Ja, ist sie. Also setzen wir sie auf 255, weil das der höchstmögliche Wert ist für Analog Write hier unten. Da das hier schon erfüllt ist, kommt er gar nicht mehr in diesen Else-Bereich rein, also geht es hier unten direkt weiter. Das Ergebnis der Rechnung wird nochmal auf dem seriellen Monitor ausgegeben und mit Analog Write die erste LED, also die rote LED, auf volle Helligkeit mit dem PWM-Wert 255 gesetzt. Dann beginnt die Vorschleife wieder von vorne. LED-Index wird um einen hochgesetzt, also LED-Index ist gleich 1 und wir rechnen wieder 1500 minus jetzt einmal 1023. Heißt, wir rechnen 1500 minus 1023, da bleiben 477 übrig und 477 durch 4 kommen wir auf 119,25. Da es sich um Ganzzahlen handelt, bleibt hier in dem Brightness also 119 stehen. Dann kommt er wieder hier an die If-Bedingung und prüft, ist die Helligkeit, also die 119, größer als 255? Nein, ist es nicht. Also kommen wir in den Else-Zweig. Da prüft er dann, ist die Helligkeit kleiner 0? Nein, ist sie auch nicht. Also bleibt Brightness auf 119. Das wird hier wieder mit dem zugehörigen LED-Pin, das ist jetzt in dem Fall an Index 1 unsere 5, ausgegeben. Und ersetzt jetzt die gelbe LED, die an Pin 5 ist, auf 119. Dann startet die Vorschleife wieder mit LED-Index 2. Er rechnet wieder 1500 minus jetzt 2 mal 1023. So, und da kommen wir jetzt bei einem negativen Helligkeitswert raus. Das gleiche gilt auch übrigens dann für LED-Index 3 beim nächsten Durchlauf. Also wird hier beide Male die Helligkeit auf 0 gesetzt. Und somit haben wir als Ergebnis letzten Endes, dass die erste LED, die rote, mit voller Helligkeit leuchtet, die gelbe LED mit halber Helligkeit und die dritte und vierte LED, also grüne und blaue LED, aus sind. So, das war jetzt sehr viel Theorie. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal in der Praxis an.
Ich schließe den Arduino an und lade mal das Sketch hoch. So, dann öffnen wir direkt den seriellen Monitor dazu. Nun versuche ich mal jetzt gerade einen Pegelwert von 1500 hinzukriegen, was nicht ganz einfach ist. Vor allem, wenn man nur 5 Sekunden Refresh hat. Ja, wir sind zumindest nah dran an den 1500, mit denen wir gerade das Beispiel durchgegangen sind. Und hier kann man das eigentlich ganz gut sehen. Also der Poti liefert einen Wert von 390. Das mal 4 kommen wir auf 1560. Und dadurch ist die erste LED mit 255 auf voller Helligkeit und die zweite LED, seht ihr, die gelbe, die dimmt so leicht. Wenn ich jetzt das Ganze mal ein bisschen weiter rauf drehe, kann man sehen, jetzt ist die LED mit voller Helligkeit und die grüne LED ist auch schon ziemlich nah an der vollen Helligkeit. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück, dass man auch mal sehen kann, dass die grüne LED dann runtergedimmt wird. Ja, kriegen wir bestimmt noch ein bisschen dunkler hin. So, jetzt haben wir gesehen, ist die LED noch was dunkler geworden. Ja, so zum Beispiel. Das waren jetzt mal so 3 Helligkeitsstufen. Ich hoffe, man kann das auf dem Video erkennen. Jedenfalls, umso weiter ich jetzt raufdrehe, umso heller wird die LED nach oben. Irgendwann geht dann die blaue LED mit an. Wenn ich auf Vollausschlag gehe, dann haben wir hier auch die 1023 am Poti gemessen. Dadurch kommen wir auf den Maximalwert von 4092. Und das sorgt dafür, dass auch wirklich alle 4 LEDs auf dem Höchstwert sind, also volle Helligkeit leuchten. Ja, das war's auch schon mit dem Thema Arrays an Tag 9. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir soweit folgen. Falls nicht, schreibt mir eure Fragen gerne in den Kommentaren. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Hinweise für mich habt oder Anregungen, lasst es mich auch immer gerne wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, freue ich mich immer über einen Daumen hoch. Abonniert gerne meinen Kanal. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt auch direkt auf die Glocke. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen an Tag 10 wiedersehen, wenn wir das Thema Zufallswerte behandeln. Ich verabschiede mich bis dahin und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!